So, hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, ihr flinken Abendunterhaltung. Herzlich willkommen zurück zu Pro Evolution Soccer 2012 Meisterliga Borussia Dortmund. Ich mache gleich wieder eine Doppelfolge hintereinander. Also, quasi seht, das ist gleich nachdem ich den anderen Part beendet habe. Ovo Mojela, Form hoch und dann zum Spiel Form unten. Das kennen wir ja mittlerweile. Perisic, die meisten Tore. Wetten keine Nationalspieler, ist ja auch interessant. Oder wird uns vielleicht gleich gesagt. Viktoria Pilsen. Haben wir jetzt schon zweimal gespielt. Einmal im Testspiel und einmal das Hinspiel. 5:0 Testspiel, weiß ich nicht, haben wir auf jeden Fall auch hoch gewonnen. Und, oh, endlich tut sich hier mal was. Mensch. Fitness ein bisschen runter, sind trotzdem nur auf Rang, also trotzdem auf Rang gewählt. Technisch 2 hoch und Sturm 3 hoch. Versuchen alles erstmal auf B zu bekommen, was wir trainieren. Guck mal, was wir spielen. 4-2-3-1, ja, das spielt ja fast jedes Team mittlerweile. Langer Ball, eigentlich kennen wir das ja alles schon. Wir haben ja schon mal gegen die gespielt, also müssen wir uns das Ganze nicht nochmal anhören. Wir wissen, da vorne ist ein Stürmer und der macht da alles. Gucken wir mal in die Partie. Götze kommt raus, dafür bekommt Kuba mal wieder seine Chance. Leitner kommt rein für Gündogan. Lewandowski bekommt die Chance vor Barrios. Nee, Barrios bekommt sie, dann nehmen wir mit in den Kader. Würde mal sagen, der spielt heute mal für Kagawa. Kagawa. Ja, vielleicht wechseln wir einen ein. Ja. Koch, sollen wir den mal mitnehmen? Nee, wir haben Felipe Santana und Löwe. Ja, jetzt siehst du, Form hoch und dann wieder zum Spiel schlecht. Also, was soll ich dazu sagen? Oder wollen wir heute mal Lewandowski hinter Barrios spielen lassen? Das wäre natürlich auch eine Idee. Das wäre auch eine Idee. Ach Quatsch, wir lassen das so, wie es jetzt ist und gucken wir mal. Und Pilar ist im Kader. Diesmal, letztes Mal durfte er nicht spielen. Und mal gucken, ob Barcos heute gefährlicher ist als im Hinspiel. Da hat er ja nicht wirklich viel gerissen. Europa League, 4. Spieltag. Tabellenführer gegen Tabellenletzten. Auf dem Papier sieht das deutlich aus. Im Hinspiel war es deutlich. Schauen wir mal, wie es diesmal ist. Wir sind eigentlich mit diesen, wenn wir jetzt das Spiel gewinnen, sind wir durch. Dann können wir schon mal die nächste Runde buchen. Weil mit 12 Punkten kommt man eigentlich immer weiter. Und hören wir kurz mal rein in die Europa League. Bender, der sieht hier aus, Alter, wie ein Schläger. Oh Mann, das wird ein Top-Spiel. Hoffentlich nicht ganz so deutlich, wie es hinspielt. Und da ist Jiracek. Den erkennt man raus. Der zweite jetzt von links gewesen. Auch schön, haben wir gesehen. Aber können wir gerne nochmal gucken. Die stimmt hier eh nicht. Pilar. Diesmal darf er spielen. Im Spiel ja noch nicht mal im Kader gewesen. Ein sehr schneller, wendiger Mann. Top Stimmung hier in der Bude. Kann's gar nichts gegen sagen. Wir hoffen mal, dass es mal ein bisschen spannender wird. Aber dass wir trotzdem gewinnen und den. Ja. Und quasi schon Tickets für die nächste Runde buchen können. Da müssen wir nicht gegen Lazio Rom und gegen Saloniki bangen. Und es leckt schon wieder. Also, es läuft irgendwie nicht ganz rund. Also, es leckt nicht, aber es läuft irgendwie nicht ganz rund jetzt. Pilar gegen Piszczek. Oh, Hummels hat da seine Birne dazu. Subotic hatte da seine Birne dazwischen. Ich wollte gar keinen Abstoß machen. Ich würde eigentlich abwerfen. Aber so ist es auch okay. Schmelzer. Ah. Aber einen Wurf gibt's. Schmelzer. Ja, Leitner, mal gucken, ob er so zaubert wie im Hinspiel.
Da war er in bestechender Form. Bender. Barrios. Nein. Da wollte ich nochmal zurückspielen. Barkos. Das war ja katastrophaler Pass. Kuba. Ah, genau, auf Philo gespielt. Kuba. Ah, schon wieder kein guter Pass. Aber er bleibt nicht in unseren Händen. Viele Fehlpässe. Leitner. Oh, Fehlpass auf Kagawa. Mit der Hacke auf Perisic. Wunderschön. Kuba. Barrios. Kagawa. Oh, was hat denn da? Irgendwer hatte da seinen Fuß ganz weit oben. Hätte eigentlich abgepfiffen werden müssen. Wegen hohes Bein. Kuba mit den Übersteiger. Geht außen vorbei. Flanke rein. Perisic springt vorbei. Aber aus Hintergrund kommt Sven Bender. Aber da steht wieder einer im Weg von Viktoria Pilsen. Hoverath. Einer der aktiveren im Hinspiel. Langer Ball, Pila. Aber Leitner arbeitet auch mit nach hinten. Und kein Problem für Neven Subotic. Kagawa. Schön auf Kuba. Sollte sich eigentlich im Laufduell durchsetzen können. Ja, macht er sogar gegen zwei. Verliert dann aber bei der Flanke noch den Ball. Kagawa. Piszczek. Kuba. Bender. Perisic. Kagawa. Und einer muss schießen und das ist Perisic. Und Tschech. Nicht der Tschech, der bei Chelsea spielt, natürlich. Ich glaube, das ist Marek Tschech, der hier im Tor stehen müsste. Kann mich natürlich auch irren. Nicht ändern. Kann mich auch irren. Kann auch ein anderer sein. Auf jeden Fall ist es nicht Piotr Tschech, der bei dem Chelsea FC oder wie wir hier in Deutschland sagen, Chelsea London oder FC Chelsea spielt. Korrekte Aussprache ist ja Chelsea FC. Oh, Perisic wunderschön auf Bender! Aber nicht das 1-0. Perisic wunderschön aussteigen lassen. Dann die Übersicht auf Bender und er versucht es einfach mal. Aber nicht gefährlich genug. Leitner. Im Kopfball. Den gewinnt er. Und kein Problem für Weinfeller. Schmelzer hätte da auch noch gestanden. Hummels. Leitner. Kagawa. Kuba. Stehen gut. Iracek. Oh, Bakos. Da ist er. Und wie er da ist. Bakos. Im Hinspiel enttäuschend, im Rückspiel trifft er. Wunderschöner Konter. Da kam Subotic hat erst einen Schritt nach rechts gemacht und deswegen kam er nicht mehr hinterher. Hummels auch nicht mehr rechtzeitig und oh. Okay, Weinfeller sieht da nicht sehr glücklich aus, muss ich sagen. Haben wir noch nie zurückgelegen. Also bisher hatten wir ja noch nie zurückgelegen in der Euroleague. Gucken, wie unsere Mannschaft damit umgehen kann. Anscheinend erstmal gar nicht. Pilar. Barkos. Jiracek. Auf Pilar Hummels. Mit Schwierigkeiten. Wollte zurück auf Weinfeller spielen, der nicht ganz schön. Was ist denn hier los? Leitner wollte den Ball wegschießen und irgendwer steht im Weg und dann springt er an den Pfosten. Also in der Abwehr stimmt's heute ganz und gar nicht. Barrios. Kagawa, auch hier stimmt's nicht. Bender einfach im Weg rumgelaufen. Aber jetzt Kagawa. Barrios, abgefälscht, Ecke.
So ganz passt es nicht. Er läuft irgendwie jeder jeden vor die Füße. Eckball bringt auch nichts ein. Kola. Oh, Filo. Barkos gegen Subotic. Diesmal steht er richtig. Filo. Und Kuba hilft hinten links aus. Also quasi komplett einmal getauscht. Kagawa. Kagawa, nee. Wir laufen uns da fest. Und wir warten auch gar nicht, bis unsere Mitspieler mal mitgelaufen sind. Kola. Subotic passt auf. Sah aus wie Foul. Wie ein Foul. Kuba, jetzt vielleicht mal über die Außen. Komm mal gleich zwei. Oh, Missverständnisse mit Piszczek. Viele Fehlpässe. Barrios. Auf Moritz Leitner. Der ist zu lang. Den hat er sich zu weit vorgelegt, der junge Leitner. Puh. Mehr Chancen. Viktoria Pilsen hat eine Chance, die machen sie rein. Da sahen wir nicht gut aus. Oh, hier Bender. Aber da stand wer im Gegen. Schön mit dem Kopf abgewehrt. Nächste Chance. Wir wollen auch irgendwie viel zu viel durch die Mitte. Wir laufen uns da fest. Wir sollten mal die Außen mit einbinden. Zum Beispiel wie hier. Schön über außen, hat da mal ein bisschen Raum. Und natürlich Bender, der ist kein Torjäger. Und dann kriegen wir eben den Konter. Ast rein ausgeführt. Genau durch die Mitte. Und da sieht Weinfeller auch nicht sehr glücklich aus. Eine Chance hatten wir dann noch. Lewandowski. Aber der zur Ecke. Die besseren Chancen hatten wir, aber wenn du dir dann einen Konter einfängst, dann schaust du blöd aus der Wäsche. Und wie gesagt, wir laufen uns einfach hinten fest und es gibt enorme Abspracheschwierigkeiten. Wir laufen unsere Spieler einfach, zwei laufen da zum Ball und verlieren ihn dann quasi, weil sich im Weg stehen. Schmelzer. Da seht ihr mal, wie eng die da stehen. Kagawa. Immer noch Kagawa. Perisic. Ah, mit einem schwachen linken wollte er flanken. Aber Einwurf. Genau auf der Linie. Ein Einwurf. Kagawa. Das macht er gut. Kagawa. Versucht sich durchzutanken. Oh, Querschläger. Aber den können wir nicht ausnutzen. Und Pilsen kloppt ihn erstmal raus. Subotic. Perisic. Barrios. Und draußen ist Schmelzer. Genau da. Marcel Schmelzer. Kuba mit dem Flugkopfball. Und kaum ist er im Kader wieder, trifft er. Also auf diesen Kuba können wir uns verlassen. Wunderschön gesehen, Barrios auf Schmelzer, astreine Flanke und dann nicht den ersten Kopfball, den Kuba in diesem Let's Play versenkt. Wunderschöner Flugkopfball, der hätte Barrios und Lewandowski nicht besser machen können. Also auf diesen Kuba ist Verlass. Finne hat auch bisher mehr überzeugt als Götze. Insgesamt natürlich. Götze hatte auch seine Spiele. Aber da ist der Kuba deutlich effektiver. Der hat für mich ein bisschen die Nase vorn bisher. Aber irgendwie müssen sie ja zu Chancen kommen. Kagawa. Lukas Barrios. Ah, läuft sich da fest. Aber da war auch keiner. Oh, Bender. Wunderschön. Und jetzt Kuba. Ah, nee. Ah, Piszczek steht hinten noch. Kagawa, Kuba. Kuba auf Piszczek. Bender.
Perisic. Oh, wunderschön aussteigen lassen. Ich weiß gar nicht, ob hier gerade das Telefon klingelt. Und es klingelt das Telefon. Entschuldigung, Leute. Da bin ich auch schon wieder. Was heißt schon wieder? Es hat gefühlt 500 Jahre gedauert mal wieder. Aber was will man machen, wenn die Eltern sich nicht mit dem Computer auskennen und man den über Telefon erklären muss, wie man Sachen installiert. Und die das einfach nicht verstehen. Naja, was soll's. Konzentrieren wir uns lieber auf das Spiel, wo Moritz leider an den Pfosten schießt. Wunderschöne Chance. Moritz Leitner. Einfach mal versuchen mit Herz. Iracek. Auf Bakosch und Freistoß. Würde ich jetzt auch so sehen. Geht in Ordnung. Na komm, Bender von hinten einfach. Zu energisch halt und Hovarat. Ich stelle einfach mal Hummels auf dem Pfosten. Overa! Den hätte entweder Weidenfeller oder Hummels gehabt. 1 zu 1, das ist zu wenig. Okay, eigentlich müssen wir ja nicht mehr viel machen. Eigentlich würde es uns auch reichen. Aber wir wollen schon einen Sieg, um die neue Runde klar zu machen. Dann können wir das ganz entspannt. Dann können wir auch mal mit der B11 zur Not in den anderen Spielen auflaufen. Und Leitner Freistoß. Stellt sich da in den Weg. Dann können wir mal in den anderen Spielen vielleicht mit der B11 oder so auflaufen, damit die auch mal ein bisschen Spielpraxis kriegen. Kagawa. Aber wir wechseln mal aus. Wir bringen mal Zidane. Kann auch mal wieder spielen für Kagawa und wir bringen Lewandowski. Eigentlich müssen wir ja Kuba auswechseln, der ist ja schwach, aber der spielt jetzt noch 2-3 Minuten. Barkos segelt hier vollkommen am Ball vorbei. Hummels. Bender. Piszczek. Bender. Wohin? Wohin? Perisic. Auf Lukas Barrios, der tritt neben den Ball. Oder schießt den Gegner an. Eins von beiden. Und jetzt geht hier Pilar abgejagt von Moritz Leitner. Und der ist schneller. Piszczek. Und ja. Dann nehmen wir gleich den Doppelwechsel. Obwohl, machen wir gleich einen Dreifachwechsel raus. Barrios geht auch runter. Kagawa, Kuba und Barrios werden dann das Feld verlassen. Perisic. Schmelzer. Jetzt komm. Ah! Wollte sagen, jetzt nochmal schöne Flanke, Barrios, und dann kann er raus. Na gut, dann eben nicht. Dann macht eben Lewandowski das Tor. Barkos. Pilar. Barkos. Cola. Filo. Hummels hat den Ball, leitet den Konter ein. Mohamed Zidane überläuft hier einfach alle. Bleibt dann hängen. Und es gibt Einwurf. Leitner. Auf Mohamed Zidane. Wunderschön gemacht. Mohamed Zidane in die Mitte auf Robert Lewandowski. Aber da kommt nicht zum Kopfball. Cola. Pilar. Langer Ball auf Mats Hummels. Oh! Hummels. Genau auf den Gegner. Filo Piszczek. Jetzt haben wir ihn. Lewandowski. Zidane. Perisic. Wahrscheinlich jetzt die letzte Chance. Mohamed Zidane. Auf Lewandowski. Der wieder auf Zidane. Mohamed Zidane. 2-1. Wir drehen das Spiel. Durch unsere Nummer 10, Mohamed Zidane.
der den Angriff wunderschön selber einleitet und sich selber belohnt. Wunderschönes Zusammenspiel mit Ivan Perisic. Ne, mit Lewandowski, der das Auge hat. Und Zidane ist ja ganz kaltschnäuzig und verwandelt zum 2:1. Und die ganze Mannschaft freut sich da mit unserem Mo Zidane. Wunderschön. Und hier Lewandowski wunderbar in den Lauf. In der letzten Minute. Und ich glaube, das kann er gleich abpfeifen. Komm, pfeif ab. Nein, doch nicht. Es gibt noch 3 Minuten Nachspielzeit. Mohamed Zidane. Der Wahnsinn. Schmelzer. Und da läuft er ins Aus. Der gute Philo. Müsste er gewesen sein. Schmelzer. Perisic. Die Nachspielzeit ist vorbei. Und er pfeift ab. Und ja, ihr seht, wie wir uns freuen. Wir haben es geschafft. Wir ziehen in die nächste Runde. Wir ziehen in die K.O.-Runde der Europa League ein. Und da klatschen wir alle nochmal ab hier. Wir ziehen in die nächste Runde ein. Durch einen 2:1 Sieg gegen Viktoria Pilsen. Nachdem wir 1:0 zurücklagen. Aber verdient. Verdient gewonnen, das sagt auch die Statistik. Höhepunkte gibt es keine. Was soll's. Gehen wir direkt zum Hauptmenü. Aber ein Wahnsinnsspiel. Und Mohamed Zidane. Oh, Stuttgart verliert. Wir gucken einfach nur, was die Deutschen machen. Stuttgart verliert 2:0 gegen Montpellier. Werder Bremen gewinnt 2:0 gegen Gang. Und schon wieder dieses Scheiß-Telefon. Meine Fresse. Entschuldige mich kurz. Mama mia, ich krieg hier noch die Krise. Aber wir sollten uns eigentlich freuen. Aber ich wege gleich nochmal das Telefon, oder dann raste ich aus. Was durchaus möglich sein kann, aber da seid ihr nicht mehr dabei, denke ich. Ach, Eltern und PCs. Kennt ihr das auch? Na, Wahnsinn. Na, auf jeden Fall gucken wir mal weiter. Wir haben natürlich gewonnen, 2:1. Ja, wo sind hier die anderen? Schalke gewinnt 4:1 gegen Wisla Krakau. Und Wolfsburg unterliegt Sochon. Und gucken wir mal kurz auf die Tabellen. Wir führen 12 Punkte, sind weiter. Wir haben ja gesehen, wie wir uns gefreut haben. Wir haben nur ein Gegentor kassiert, das haben wir gerade kassiert. 9 Tore geschossen. Pilsen waren doch nicht Tabellenletzter, war Tabellendritte, da habe ich mich gehört. Ups. Guck mal kurz, was die anderen machen. Stuttgart jetzt auf Platz 3 nur noch, aber noch alles offen. Haben noch 2 Spiele. Wahrscheinlich gegen Madrid und Nacional. Könnte eng werden. Aber na gut, bitter, dass sie gegen Montpellier verlieren. Naja gut, ist noch alles offen. Gegen Nacional sollte auf jeden Fall ein Sieg drin sein. Und dann mal gucken, was sie gegen Atletico Madrid macht. Oder ob vielleicht Montpellier patzt. Obwohl, nein, Montpellier ist ja scheißegal. Sie müssen gegen, weil auf jeden Fall gegen Nacional gewinnen und gucken, was man und dann eben Madrid gucken. Ja, eigentlich beide Spiele gewinnen. Gucken wir weiter. Bremen ist auch weiter, können wir so festhalten. Bremen zieht mit uns ein in die K.O.-Phase. Hier ist noch alles offen, obwohl es ganz danach aussieht, als wenn Tottenham Hotspur oder Athletic Bilbao weiterkommen. Ja, bei uns wird wahrscheinlich Lyon mit uns mitkommen. Lyon ist eigentlich auch schon weiter. Mitkommen wird wahrscheinlich Stoke City. Florenz auch schon durch. Startrennen mit guten Voraussetzungen. PSV auch durch. Hier ist AS Rom. Gruppe H noch alles offen, obwohl es nicht schlecht aussieht für Braga. Obwohl, nee, Braga ist durch. Saragossa, Den Haag und Liverpool, alle mit 4 Punkten, da wird es nochmal richtig spannend in Gruppe A. Also Braga durch und danach alles offen. Alle gleiche Punktzahl. Nur die Tordifferenz eben anders. Gruppe I, Benfica Lissabon, ist auch durch. Mitkommen wird wahrscheinlich Dinamo Zagreb. Palermo auch durch, mitkommen wird auch Fulham. Schalke ist auch durch, Sporting Lissabon wird auch mitkommen. Gruppe L,
Villarreal ist durch und danach der große Wettkampf zwischen Sochaux und dem VfL Wolfsburg. Wolfsburg. Ja, da hoffen wir doch mal, dass Wolfsburg da ja, dass Wolfsburg da mal weiterkommt. Also sagen wir mal so, eigentlich alle deutschen Mannschaften sind weiter oder haben noch die Chance. VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg haben noch alle Chancen, weiterzukommen auf Rang 2. Also schlecht sieht es nicht aus. Also können weiterkommen noch. Borussia Dortmund, Werder Bremen und der FC Schalke 04 sind durch. Wunderbar. Haben wir das auch geklärt. Nach dem harten Europa League-Spiel geht's ab wieder zurück. Oh, es war ein beeindruckender. Ja, geht zurück in den Bundesliga-Alltag. Da erwartet uns dann im nächsten Part Hertha BSC. Es war ein beeindruckender Sieg und es war zum großen Teil ihr Verdienst, du. Glückwunsch zum Einzug in die K.O.-Phase der Europa League. Ja, habe ich auch schon gesagt. Wir müssen einen Schwung aus der K.O.-Phase, aus der K.O.-Phase mit beibehalten. Das hoffe ich doch mal. Leitner möchte mit denen reden. Ach, der freut sich gar nicht hier, der Bursche. Darf der auch 90 Minuten durchspielen? Jo. Der gute Mo. Ja. Ein äußerst erfolgreicher Part. Und schauen wir dann mal, wie es gegen Hertha aussieht im nächsten Part, wenn es dann wieder in den Bundesliga-Alltag geht. Hoffen wir mal, dass wir da jetzt auch mal wieder punkten. Haben wir nur zweimal gewonnen. Wird Zeit für das dritte Mal gegen Hertha. Alles klar, mir bleibt nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bin euer Doom. Bleiben Sie sportlich und it's on!